Servus, liebe Leute. Hallo. Herzlich willkommen mal wieder auf das Relationship. Was wollte ich sagen? Wir zusammen sein. Herzlich willkommen auf das Relationship. Heute wieder mit Shani und dem Juni. Genau. Heute haben wir ein kleines Reaction-Video für euch. Und zwar wurde uns ein Video zugesendet von einem 4 Monate alten Baby, was versucht, seiner Mutter nachzumachen, beziehungsweise ein Lied nachzusingen. Und da haben wir uns gedacht, oh, das ist ja interessant, 4 Monate schon am Singen. Genau. Da haben wir ein bisschen uns gefragt, geht das überhaupt? Und wir wollten uns das einfach mal anschauen und gucken, wie wir das sehen. Und wir sind ja ein Kanal für gute Bindung und Beziehung. Und das hat uns natürlich mega interessiert und mal gucken, was da jetzt abgeht gleich. Mm-hmm. Let's go. Guck mal, wenn der sich freut. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß nicht. Ich kann auf keinen Fall so gut singen, ey. Guck mal, die Lippen. Alter. Oh mein Gott, ey. Das ist ja nicht mal gelungene Bindung, Alter. Boah, dieses breite Lächeln, ey. Wahnsinn, ey. Da sieht man mal, wenn es gut klappt, ne? Die Interaktion. Schau mal kurz, stopp. Ey, das ist so in den Bann gezogen von der Stimme. Guck mal, die kann gar nicht weggucken, die Kleine. Ich glaube, es ist ein Mädchen, aber nein, kann auch ein Junge sein. Egal, das Baby kann gar nicht weggucken, ey. So voll so. Ja, krass. Da sieht man das mit diesen Spiegelneuronen, ne? So dieses, wie das Kind andockt, ne? An den Emotionen und an den Gesichtsausdruck der Mama. Die Mama, die freut sich ja, wenn sie singt, ne? Die singt so. La, 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 la. Wie? Meine Mama. La, 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 la. Ja. Und ich finde auch, ich meine, wir haben ja auch ein bisschen gelesen, oder wir wissen ja, dass so dieses Spiegeln wirklich so erst ab dem 6. bis 8. Lebensmonat anfängt, dass die Kinder wirklich imitieren können. Hier, das Baby ist jetzt erst 4 Monate. Mal gucken, was noch kommt. Vielleicht macht er jetzt noch richtig die Mama nach oder so und ist irgendwie super talentiert, wer weiß. Ich mache mal weiter. Also ich wollte noch sagen, man sieht auf jeden Fall, dass sich die Eltern mit dem Baby viel beschäftigen. Hm. Sonst wäre das nicht so aufmerksam, ne? Daran siehst du das? Ja, ja, genau. Das an dem Blickkontakt? Ja, genau. An dem Blickkontakt und auch so, wie es halt Kontakt aufnimmt, ne? Okay, machen wir mal weiter. Mhm. Took a while for me to learn, nothing comes for free. The price I paid was high enough for me. Komm, jetzt versuch, Alter. Ist das goldig? Sieht aus wie Pfeifen fast. Ja. Ey, er sieht ja, wenn sie da so singt, ne? Die Mutter geht auch nicht aus dem Blickkontakt, ne? Mhm. Die guckt die ganze Zeit. Wie er es probiert, ey. Wahnsinn, ey. Das ist echt eine gelungene Interaktion, ey. Ne? Ja. Könntest du mal freundlich dem Kind zugewandt, ne? Es ist ein Video, das müssen wir all unseren Eltern zeigen, die wir kennen. Hammer. Ja. So richtig bemüht, ne? Ja. Also du merkst richtig, dass das Baby mega stimuliert ist. Ja? Mhm. Dass es einfach mega konzentriert ist auf die Mutter. Ja? Die Mutter total aufs Baby, das Baby total auf die Mutter. Und diese Bemühungen, ne, ja, ist irgendwie einfach voll angeregt, das Baby, ne? Also man kann jetzt nicht sehen, dass das Baby wirklich die Mutter nachmacht. Also es schafft jetzt nicht, irgendwie ein Lied zu singen oder irgendwie groß die Töne nachzumachen, la la la, dass es irgendwie wie ein Lied klingt, weil es noch sehr, sehr jung ist. Aber man sieht Ansätze, das Baby versucht. Das wird nicht mehr lange dauern. Das versucht, die Mama zu imitieren. Also es ist auf jeden Fall mega angeregt durch das, was die Mama macht, ne? Man spürt so richtig eine Atmosphäre dazwischen. Also man spürt so richtig die Liebespfeile so hin und her. Aber was übrigens krass ist bei mir jetzt auch, ne, wenn ich so das Baby angucke, dann bin ich gleich so krass so auch ein Band von dem Baby gezogen. Ne? So ja. Dieses,
dass man sofort dann da hingucken muss und ich glaub, gleich. Ich glaube, wir haben auch das Baby gleichzeitig immer nachgemacht, wahrscheinlich. Jetzt, ne? Ja, wahrscheinlich. Können wir ein Reaction zum Reaction-Video machen, ne? Mhm. Und jetzt hat er es geschafft. Kam noch mein Geräusch raus. It was so cute. The whole time that I was singing, he was like. Jetzt erzählt die Mama noch allen, wie es war. It was the cutest thing in the world. Ja, nicht schlecht, ey. Also das ist echt eine tolle Sequenz gewesen, ne? Ein kleines Lehrvideo. Was halt ganz wichtig ist, glaube ich, einfach so, dass auch mit Musik und Sprache und auch zum Beispiel, wenn man den Kindern vorliest oder den Kindern zeigt und mit denen halt in Kontakt und Interaktion ist, dass sie halt wirklich sehr viel lernen und eben auch so Empathie und Gefühl halt einfach spiegeln können. Besser dann als andere Kinder. Deswegen, also das ist eigentlich ein Lehrvideo. Es ist echt fantastisch zu sehen, wie die Mutter mit dem Kind in Kontakt ist. Und ich habe mit vielen Eltern drüber geredet, zum Beispiel zum Thema Singen. Ne? Und viele Eltern, ich kann doch gar nicht singen oder ich mag kein Singen und so, ne? Aber den Kindern ist es eigentlich egal, ob sich das gut anhört oder ob man gut singen kann. Es geht eigentlich um die Interaktion und ich hoffe, dass wir auch mit dem Video anderen Eltern Mut machen können, auch für ihre Kinder zu singen und ja. Auch wenn man nicht so schön singen kann wie diese Mama. Also ihre Stimme ist echt was sehr Emotionales. Ja. Man muss auch, ich habe letztens ein Video gesehen von einer Sängerin, die ich auch ein bisschen flüchtig kenne, Kia Victoria. Die hat über die Rolle von Sängern gesprochen für die Welt, ne? Und hat dann gesagt, so, für sie ist das sowas tief Emotionales, weil das Erste, wie Mutter und Kind verbunden sind, ist eigentlich über die Vibration der Stimme der Mutter. Wahnsinn, ne? Ja. Und das ist eigentlich sowas tief Emotionales, weil da so schon ganz früh so eine Bindung hergestellt wird. Alles klar, dann wünschen wir euch eine schöne weitere Corona-Zeit. Corona-Ferienzeit, ne? Mal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. Wir sind immer noch am Arbeiten übrigens in der Krisenintervention. Deswegen dürfen wir auch hier nebeneinander sitzen und auch manchmal ein Video drehen, weil wir uns sowieso fast täglich sehen. Denn unser Job in der Krisenintervention, der zählt unter die systemrelevanten Jobs, die weiterlaufen müssen. Kinderschutz ist ganz wichtig. Und da müssen wir natürlich unter der Einhaltung von gewissen Hygienevorschriften aber weiterarbeiten. Mundschutz. Ja, schön auf Abstand und so, aber ja. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal auf das Relationship. Boo!